Sehnsucht Lissabon. Fado. Gesungene Melancholie. Lissabons geheimnisvoller Dichter. José Cardoso Pires. Lissabon abseits der City-Tour. Kein Zweifel, Barbesuche sind Seereisen ganz persönlicher Art, schreibt José Cardoso Pires, einer der wichtigsten Schriftsteller Portugals, in seinem Lissabonner Logbuch und meint damit die spektakuläre Vielfalt der Lissabonner Bars. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei NZZ Format. Sehnsucht Lissabon beschreibt die Stadt zwischen dem Tejo-Fluss und dem Meer abseits der City Tours. Vor allem aber spürt unsere Sendung dem Lebensgefühl nach, das Lissabon immer beherrscht hat. Der Saudade, dem unübersetzbaren Wort für Einsamkeit, Heimweh, Melancholie und eben Sehnsucht. Nasci para morrer contigo esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo esta noite, toda a noite. Quero que a pele seja trigo a ondular ao açoite dos gemidos que te digo. Nasci para morrer contigo esta noite, toda a noite. So ist es Menschenwirkung auf der Welt. Nichts zieht ab und nichts fügt hinzu. Geht vorüber und wird vergessen. Und pünktlich kommt die Sonne alle Tage. A gaivota dos meus braços foi feita para o teu rio. Tuas mãos são dois traços, a tua boca dois traços, na boca que o espelho viu. A tua boca dois traços. Existieren ist Reisen genug. Zieh vorüber, Vogel, und lehr mich vorüberziehen. Abermals sehe ich dich wieder, Deju und Lissabon. Ein Reisender, unnütz für dich und für mich. Ausländer, hier wie überall. Im Leben so zufällig wie in der Seele. Saudade, pronto, saudade é qualquer coisa realmente importante em relação a Portugal, não é? A alma portuguesa, chamemos-lhe assim.
Esse sentimento é tão forte no português, talvez porque ele foi para a Índia e depois ficou. Soldado ist für uns Portugiesen etwas sehr Wichtiges, die Seele Portugals. Dieses Gefühl ist in uns vielleicht deshalb so lebendig, weil wir einst nach Indien fuhren und dort großes Heimweh nach unserem Land bekamen. Natürlich ist Heimweh oder die französische Nostalgie ein jedermann zugängliches Gefühl, doch im Begriff Soldat verschmelzen die verschiedensten Sehnsuchts- und Heimwehgefühle. Para mim a saudade é talvez grande vazio que existe dentro do coração, quando sentimos falta de alguma coisa que é muito importante para nós. Saudade. Saudade. Eine große Leere im Herzen, wenn uns etwas Wichtiges fehlt. Soldat bezeichnet etwas Abwesendes. Es ist Teil unserer Seele. Wir brauchen dieses Gefühl zum Leben und mehr noch, zum Träumen. Soldat ist ein intensives Gefühl, zuweilen auch heftiger als die Liebe. Mais forte talvez ainda do que o amor. Ich bin nichts. Ich werde nie etwas sein. Ich kann nicht einmal etwas sein wollen. Abgesehen davon trage ich in mir alle Träume der Welt. Este graffiti surgiu, foi a primeira imagem de projeto sobre Fernando Pessoa. Mit diesem Graffiti begann vor 16 Jahren mein Pessoa-Projekt. Das Bild ist ein Signal, das den Raum besetzt. Pessoa greift sich Raum. Und jedermann weiß, wer Pessoa ist und erinnert sich an ihn. Fernando Pessoa kultivou a saudade, o mais que pôde. Fernando Pessoa hat die Soldat bis zum Äußersten kultiviert. Und das Gleiche gilt für portugiesische Dichter allgemein. Alle haben dieses portugiesische Gefühlsphänomen kultiviert. Der Begriff Soldat reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Und schon früh verwendeten Dichter und der Dichtkunst zugeneigte Könige das Wort zur Umschreibung dieses ureigenen portugiesischen Lebensgefühles. Explicitamente a palavra saudade. Não é? A saudade é sentimento de melancolia, de nostalgia em relação ao passado. Mas o Pessoa, a certa altura, diz as saudades do futuro. Soldat ist ein Gefühl der Melancholie, der Sehnsucht nach der Vergangenheit. Pessoa jedoch hat die Bedeutung des Wortes in die Zukunft projiziert, auf das, was eines Tages sein wird. Seine Obsession war die Frage, wohin bewegen wir uns? Daher bei ihm die Soldat nach der Zukunft. Pessoa, sem dúvida, há uma identificação entre Portugal e Pessoa, que ele trabalhou, não é? Que é muito forte, não é? Portanto, hoje em dia, de certa maneira, Portugal... Pessoa e Portugal são, em hohem Maße, idêntiche Begriffe. Und ohne Zweifel muss man Lissabon und Portugal kennen, Pessoa zu verstehen, und umgekehrt. E vice-versa. E há uma coisa que é importante, Portugal é país peixe. Portugal ist ein Fischland. Und so wie Menschen, die im Sternzeichen des Fisches geboren sind, hat auch unser Land einen Hang zur Melancholie, zum Kummer und zum Fado. Und was ist Fado, wenn nicht gesungene Saudade, eine Traurigkeit, die Ausdruck unserer tiefsten Gefühle ist? Faz parte da alma dele. São felizes
são felizes, têm pena. E eu sofro sem pena vida. Ich lebe von Eindrücken, die mir nicht gehören. Alles um mich her ist abstraktes, nacktes Universum. Ich bin halb übermüdet, halb unruhig und rühre mit der Empfindung meines Körpers an eine metaphysische Erkenntnis vom Geheimnis der Dinge. Das Leben ist an sich selbst im Grunde eine große Schlaflosigkeit. Und bei allem, was wir denken und tun, fahren wir hellwach und jäh aus dem Schlaf auf. Ich bin der, der ich nicht zu sein vermochte. Mão de pessoa está sobre todos nós. Ele disse alguma coisa de profunda em relação ao nosso sentimento. Pessoa steht über uns allen. Er hat tiefe Wahrheiten in Bezug auf unsere Gefühle gesagt. Dazu gehört die Vorstellung, dass wir keine Einheit sind, dass wir im Grunde keine Herkunft haben und im Irgendwann und im Irgendwo leben. Das ist aber nicht nur unser Lebensgefühl, sondern allgemein Ausdruck unserer Befindlichkeit am Ende des 20. Jahrhunderts. Am Anfang der portugiesischen Moderne steht Pessoa, dessen Werk ausstrahlt in viele poetische Klimazonen. Pessoa hinterlässt einen Nachhall sogar dort, wo man ihn gar nicht kennt. Ich fahre von Tag zu Tag wie von Bahnhof zu Bahnhof im Eisenbahnzug meines Körpers oder meines Schicksals und beuge mich über Straßen und Plätze. Que eu canto, os fados que eu gosto de cantar, sobretudo o caminho que eu escolhi é através. Meine Art, Fado zu singen, geht vom Wort aus. Ich drücke die Gefühle aus, die der Text in mir weckt. Deshalb suche ich die Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Autoren und Autorinnen, deren Texte eine Verbindung zwischen Fado-Tradition und Gegenwart schaffen. Ich interpretiere allerdings auch Texte verstorbener Dichter. Entscheidend ist, dass sie in zeitlos gültiger Form vom Universum der großen Gefühle mit allen Höhen und Tiefen erzählen. Was mir besonders Freude macht, ist die Zusammenarbeit mit wichtigen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die bisher keine Fado-Texte geschrieben haben, wie etwa Augustina Bessa-Luís und Lídia Jorge. Das gibt mir immer wieder die Kraft, weiterzumachen. Podem ser Augustina Bessa-Luís, Lídia Jorge, grandes escritores portugueses escrevam para os meus fados. Isso para mim dá-me força para continuar. Pessoa depende também da aproximação que fizermos. Man kann Pessoa ganz verschieden interpretieren. Und ohne anmaßend zu sein, möchte ich doch sagen, dass ich wie Pessoa im Sternzeichen der Zwillinge geboren bin.
und Zwillinge tun sich bekanntlich schwer damit, ihr Zentrum zu finden. Pessoas Welt ist ebenso ortsgebunden wie universell. Er beschreibt unsere Unruhe, Ängste, überhaupt das ganze Spektrum unserer Gefühle auf persönliche und zugleich allgemeingültige Weise. In jedem Haus, an dem ich vorbeifahre, in jeder Villa, in jedem mit stillem Weiß gekalkten Häuschen, fühle ich mich für Augenblicke leben. Zuerst glücklich, dann gelangweilt, später ermüdet. Und ich fühle, dass ich, wenn ich es verlassen habe, eine mächtige Sehnsucht nach der Zeit, in der ich dort gewohnt habe, mit mir trage. Soldat. Immer wird das Wort zur Geschichte unseres Landes gehören. É uma paixão muito grande, sentimental. Sim, me agrada a saúde. Soldat ist eine Leidenschaft, ein sehr großes Gefühl, das an meiner Gesundheit zehrt. Ich habe Sehnsucht und bin traurig. Es fehlen mir die Familie, meine Heimat, die Algarve und die Menschen, die mich nicht besuchen können, weil sie krank sind. Seit 8 Jahren bin ich allein. Ich war sehr glücklich und habe viele Erinnerungen. Mit 17 war ich sogar Modell. Ich war sehr hübsch. Agora, dor, não sei, eu acho que isso depende da vivência da pessoa, do sentido da pessoa, do viver da pessoa. Es hängt von jedem Einzelnen ab, was als Saudat empfindet. Manche sagen, das Wort bedeute Schmerz. Ich empfinde das nicht so. Es kommt auf die Einstellung an. Saudat kann auch positive und schöne Gefühle wecken. Ich bin ohnehin keine Pessimistin. Wenn man Pessimist ist, macht man aus allem eine Tragödie. Ich nehme das Leben von der guten Seite. Ich liebe Musik und singe auch die ganze Zeit, nicht wahr? Adeus, parceiros das farras, dos copos e das noitadas. Adeus, sombras da cidade. Adeus, langor das guitarras, canto de esperanças frustradas, alvorada de saudade. Wir alle, die wir träumen und denken, sind Buchhalter und Hilfsbuchhalter in einem Stoffgeschäft oder in irgendeinem anderen Geschäft in irgendeiner Unterstadt. Wir führen Buch und erleiden Verluste. Wir ziehen die Summe und gehen vorüber. Wir schließen die Bilanz und immer spricht der unsichtbare Saldo gegen uns. Ilusões parças do ar. Partir, estender os braços aos sonhos que não se alcançam, cujo destino é ficar. Camões, que é o grande poeta português, ao voltar da Índia,
Als der große portugiesische Dichter Camões aus Indien zurückkam, fand er die Portugiesen in einem Zustand, den er mit Traurigkeit, Misere, Verödung und Hoffnungslosigkeit umschrieb. Das war etwas mehr als 50 Jahre nach der Entdeckung Indiens. Zuerst gab es dieses Hochgefühl, diese Freude, diesen Trip. Und dann, mit einem Schlag, die Depression. Como se diz em francês, e depois, puf, a depressão. Essa depressão foi essa. Diese Traurigkeit griff immer mehr um sich und dauert auch heute noch an. Aber die Portugiesen haben aus ihrer depressiven Verstimmung einen Kult der Melancholie, der Saudade, gemacht. A saudade. E Saudade um passado, em relação ao passado. Saudade bezieht sich auf die Sehnsucht nach einer grandiosen Vergangenheit, nach dem goldenen Zeitalter. Wir fühlten uns damals wie die Götter. Und dann haben wir praktisch auf einen Schlag alles verloren. Perdemos-la. Quase de súbito. De certo modo. In gewisser Weise hat uns die Indien-Erfahrung zerstört. Wir denken, dass wir die Reichtümer von damals noch immer besitzen, und ein wenig stimmt das ja auch, aber wir haben es nicht geschafft, Indiens Geist und Bewusstsein zu verinnerlichen. Darum stehen wir seither irgendwie dazwischen, weder in Europa noch in Indien. Niemand wird eine Stadt kennenlernen können, wenn er sich nicht den Zufällen überlässt, die sie unvorhersehbar machen. Stimmen und Gerüche gilt es wieder zu erkennen. Gerüche wie zum Beispiel der des gepökelten Fisches in den Läden der Rua do Arsenal, der Geruch einer Sommernacht in den Anlagen des Lapa-Viertels, der Geruch der Lager für Seefahrtszubehör zwischen Santos und dem Cais do Sodré. Aber hier oben fühle ich mich distanziert, fern, ja beinahe fremd. Vielleicht, weil ich dich, Stadt, von hier aus nicht höre, weil ich deine Absichten nicht einatme und dich nicht rieche. Quando se visita uma cidade, a cidade nos está a interrogar também. Não somos nós quem interrogamos só. Wenn wir eine Stadt besuchen, befragen wir sie. Aber auch die Stadt stellt uns Fragen. Wenn man zum Beispiel den schiefen Turm von Pisa betrachtet, stellt er uns Fragen. Was denkst du über die Schwerkraft und über die Art, wie ich gebaut bin? Das sind Fragen, die uns eine Stadt stellen kann. Deshalb glaube ich auch nicht an einen Bildungstourismus, der nicht mit Fragen konfrontiert, geschweige denn der Massentourismus, der seine Kunden schon gar nicht mit Fragen belästigen will. Der Tourist soll Geld ausgeben, nichts weiter. Deixa passar, não é? O turismo cultural não, o turismo comercial não interroga, ele não quer interrogar, ele não quer perturbar o cliente. Ich denke, dass zwei Dinge wichtig sind. Einerseits sollte man die Landessprache können. Andererseits sollte man sich nicht nur als Besucher, sondern auch als Reisender fühlen, den die Stadt ihrerseits besucht. Um dich endlich zu verstehen, habe ich schon Kindheitsjahre in Stadtvierteln rekapituliert, Plätze wieder aufgesucht. Habe ich bereits mit dir gesprochen und dir widersprochen, Lissabon? Doch immer in geduldiger Liebe. Villa Berta, ein Gebäude mit Fliesengemälden, trennt sie von der Stadt, und geht man durch den Tunnel eines Durchgangs, dann liegt sie unvermittelt vor einem wie eine Straße. Ein plötzlicher, beinahe heimlicher Friede. Natürlich habe ich Saudade nach dem Haus da drüben. Wie viele Erinnerungen. 62 Jahre habe ich darin gelebt.
Noch früher wohnten meine Schwiegergroßeltern darin und viele Tanten, die alle tot sind. Ich bin die Letzte von allen. Jetzt liegt die Stadt hinter meinem Rücken. Handel und Wandel, Menschenmengen, Europa. Alles liegt hinter mir. Dort fragen die Leute einander alle nach der Uhrzeit, während man hier, an diesem vergessenen Zufluchtsort, den Ablauf des Tages an der Veränderung der Farbe des Tejo abliest. Und niemand wird bestreiten, dass es ein ungeheures Glück ist, hier am Tisch über den Wassern zu sitzen. Já basta que sofremos e saber que é para ficar. Pois já basta que sofremos nesta vida que levamos de amargura e sofrimento. Ach já. In der British Bar vergehen die Jahre, wechseln die Generationen. Jeder Trinker hat seine eigene Karte und jede Karte ihre eigenen Häfen. Dieser Ort hat etwas von einem Hafenquai, ohne dass man irgendwo Wasser sieht. Guarda veio buscar para este século uma tradição que vem muito mais longe. Diese Bar führt eine Tradition fort, die bis zu den Matrosen zurückreicht, die schon vor 300-400 Jahren im Hafen von Lissabon an Land gingen. Im Hafengebiet entstanden viele Schifffahrtsgesellschaften und Catering-Unternehmen. Die Firmen gingen von den Vätern auf die Söhne über und überlebten so bis heute. Nur hatten diese Menschen Heimweh nach dem Land ihrer Herkunft, nach Dingen, die sie hier nicht fanden. Und diese Bar förderte seit jeher die Soldat dieser Menschen, der Engländer, Dänen, Norweger, die hierher kamen und sich hier durch Kleinigkeiten an ihre Heimat erinnert fühlten. Simplesmente é só que depois passam-se muitas histórias cá com este relógio. Das pessoas que chegam aqui ficam confusas, olham para o relógio, olham para. Viele Gäste sind ratlos, wenn sie zu dieser Uhr hochschauen, um ihre eigene zu richten. Wenn sie uns darauf ansprechen, bestätigen wir, dass die Zeiger sich tatsächlich rückwärts drehen. Sehr as pessoas, evidentemente que alguns espíritos muito intelectual, espírito muito intelectual. Es gibt immer wieder Leute, die sich intellektuell und kulturell ambitioniert vorkommen, wenn sie sich mit dieser Uhr beschäftigen. Sie sehen in ihr eine beängstigende Metapher dafür, wie sich Portugal zurückentwickelt. Was sie meinen ist, wir wollen die Zeit zurückdrehen. Wir haben Saudade nach der Vergangenheit. Wir wollen uns jeden Tag mehr dem 16. Jahrhundert nähern. Ich halte von dieser Art, die Dinge zu sehen, nicht viel. Denn ich meine, dass hier eine Täuschung vorliegt. Und das habe ich in meinem Buch ja auch beschrieben. Im Lissabonner Argot wird die Uhr nämlich auch Krebs genannt. Warum wohl? Weil die Zeit in schwer messbarem Rhythmus fortschreitet. Nun geht diese eine Uhr tatsächlich rückwärts. Und dennoch stimmt der Vergleich mit dem Krebs nicht. Der Krebs bewegt sich nämlich nicht rückwärts, sondern seitlich. Seine Gangart ist also trügerisch, ein Trompe-l'œil. Bric-à-brac, Trödel, sagte irgendjemand, und das passt genau. Die Bar ging in einem eleganten, 200 Jahre alten Kolonialwarenladen vor Anker, und ich bin sicher, dass sie bei ihrer Ankunft noch den Duft von Jasmintee darin vorfand. Man ließ den Namen chinesischer Pavillon stehen, respektierte die Fassade, trug Reliquien zusammen und machte aus dem Ganzen eine Bar. Ja.
este jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero tenho por meu desespero. Kein Zweifel. Barbesuche sind Seereisen ganz persönlicher Art. Auch Pessoa war Stammgast hier in den glorreichen 30er Jahren, regelmäßig und pünktlich zur Stunde der Morning Drinkers. Seereisen, das sagte ich ja schon. In den Bars am Cais du Sodré ist niemand davor sicher, einen herumtreibenden Dichter vor dem Bug zu bekommen. Die Alten im Park. Sie bilden Gruppen auf Bänken, auf denen zuvor die Liebespaare saßen, eröffnen einen Spielsalon und das Gespräch, und von Überzeugung und Rost erfüllt, legen sie mit der Vorsicht, die sie das Alter gelehrt hat, das Ass und die Herz 7 ab. Wir empfinden Sehnsucht nach den schönen Dingen des Lebens. Die schlechten versuchen wir zu vergessen. Sie studieren die Karten, schätzen die Mitspieler ab, sind kurz gesagt in eine marginale Geheimbündelei versunken. Weit weg in einem anderen Lissabon, in São Domingos de Benfica, gibt es ein geheimnisvolles Bestiarium, das seit mehr als 300 Jahren in einem Palast verwahrt wird. Ein Ort, der auf wundersame Weise dazu geschaffen ist, ein widernatürliches Bestiarium zu ersinnen und ihm ewige Wohnstätte zu geben. Toda a desorganização que há naquele palácio, toda a ousadia, quase insultuosa, aquilo é insultuoso, tudo aquilo. Maneira que ali vê-se tudo. Gatos. Der ganze Palast ist eine Mixtur aus Chaos, Grenzüberschreitungen und Beleidigungen. Es gibt dort Katzen, Affen, alles gibt es. Das Haus respektiert nichts und niemanden. Aus der kleinen Kapelle haben sie ein Bordell gemacht. Ich finde das wunderbar. Die Dekorationen sind prächtig und voller Humor. An den Wänden stehen anstelle von Märtyrern des Glaubens Frauen, denen Gliedmaßen fehlen und deren Brüste durch Blätter ersetzt sind. Kein Wort, keine Inschrift erklärt ihre Anwesenheit in diesem Versteck. Nur der Phallus, der zerstörerische Phallus, herrscht dort, zur Schau gestellt wie eine Standarte. Esta casa é pouco fora de lugar. Enfim, diz-se que na época haveria outras casas deste tipo, e era natural que sim, mas o facto é que mais nenhuma sobreviveu. Dieses Haus fällt schon etwas aus dem Rahmen. Natürlich gab es in jener Epoche ähnliche Paläste, aber kaum einer ist erhalten geblieben. Das ganze Haus ist überreich an dekorativen Elementen. Den Marqueses de Fronteira lag aber vor allem daran, in diesen Überreichtum an mythologischen Themen, die in der Regel von göttlicher Strafe und Vergebung menschlicher Schwächen handeln, einen ironischen Ton einzuführen, der die Dinge wieder auf ein menschliches Maß zurückführen sollte. Thank you.
Há uma história que é antiga, uma coisa do século passado, no século passado. Es gibt eine Anekdote aus dem letzten Jahrhundert, die im literarischen Salon der damaligen portugiesischen Madame de Stael kursierte. Eine enorm kurzsichtige Dame spazierte im Venusgarten des Palastes. Plötzlich steht sie vor Venus, die sich mit gekreuzten Armen die Brust bedeckt hält. Darum hielt die Dame die Statue für den heiligen Sebastian und bekreuzigte sich. Não tem que haver um plano de decoração. Isso quanto a mim, há um milagre grande. Im Grunde braucht es keine Dekorationspläne. Das große Wunder besteht doch darin, und das ist in der Kunst eigentlich immer so, nicht mit Hilfe des Millimeterpapiers eine Einheit zu schaffen, sondern daran zu glauben, dass das Wunder der Einheit von alleine geschehen wird. Ein Wunder voller Unterschiede, Widersprüche, Zufälle. Aus dem Zusammenfügen unterschiedlichster Elemente entsteht eine Einheit, hervorgegangen aus dem Reichtum an Kontrasten. Ich hätte sogar Saudade nach der schimpfenden Frau da drüben, wenn ich von hier fort müsste. Ai, meu Deus. Die historischen Epochen der Vergangenheit sind für mich ein ungetrübtes Wunder. Denn ich kann selbstverständlich nicht annehmen, dass sie in meiner Gegenwart in die Wirklichkeit eintreten. Precisamente a parte labiríntica da cidade, a parte de sobreposição histórica em que se tem a ideia de que gerade die labyrinthartige Anlage der Stadt mit ihren historisch gewachsenen Schichten und den einzelnen Stadtvierteln, die ineinander übergehen, geben einem das Gefühl, sich in endlos fließender Zeit zu verlieren. Diese Verstörung durch die Abwesenheit von Zeit erzeugt ein Gefühl von Zeitlosigkeit, also Ewigkeit. Sogar wir, die wir hier wohnen, leben und schreiben, haben in Augenblicken der Ruhe, wenn wir zum Beispiel an einem Sonntag in den Gassen spazieren gehen, das Gefühl, noch einmal auf die Welt zu kommen und wünschen uns im gleichen Augenblick, hier sterben zu wollen. Eine Art Gleichgültigkeit in Anbetracht absoluter Schönheit überkommt uns. Nós próprios, que aqui moramos e escrevemos e vivemos, também quando paramos num domingo à tarde e vamos pelas ruas, temos exatamente essa sensação. Uma sensação de que se acaba de nascer, de que aqui se pode morrer e que tudo é quase indiferente, o que significa a extrema beleza. Eu não sei explicar muito bem porque eu não sei ler nem escrever e tenho 80 anos. Já não estou nenhuma flor que se cheire, como se costuma dizer. Também já não sabia dizer a saudade. Eu, para mim, a saudade é uma pessoa que morre. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, weil ich weder lesen noch schreiben kann. Ich bin 80 und keine Blume mehr, an der man riechen möchte. Für mich ist Saudade die Sehnsucht nach einer Person, die gestorben ist
und auch nicht zurückkommt. Die guten und schlechten Dinge sind mit dieser Person dahin gegangen. Alles nimmt seinen Lauf. Das Leben geht weiter. Und es ist hart, ob Menschen einen verlassen oder nicht. Ich war Zeitungsverkäuferin. Das war sehr ermüdend. Ich habe nicht viel verdient und deshalb habe ich schließlich aufgehört. Und jetzt muss ich mit dieser elenden Rente auskommen. Verzeihung, das ist mir so herausgerutscht. Mit dieser Rente, die kaum zum Leben reicht, muss ich auskommen. Wenn ich jetzt Kaffee kochen will, muss ich noch einmal den Kaffeesatz vom Vormittag benutzen. A ideia que se tem é que, de facto, o deslumbramento da beleza cria alguma coisa de contemplativo. Só que a beleza... Man kann sich leicht vorstellen, wie die Bewunderung der Schönheit zur Kontemplation verführt. Nur ist Schönheit etwas ziemlich Subjektives. Etwas, das ich als schön empfinde, muss für jemand anderen keineswegs schön sein. Und viele Menschen hier sind traurig, nicht wegen der unerträglichen Schönheit ihrer Umgebung. Die Ärmsten sind traurig gestimmt aus sozialen Gründen, wie Hunger etwa. Das ist ihre Realität, ihr Lebenshorizont. Wir dürfen nicht nur den ästhetischen Aspekt sehen. Meine glücklichsten Stunden sind jene, in denen ich an nichts denke, nichts will, nicht einmal träume. Verloren in der Erstarrung einer verfehlten Pflanze. Nur mehr Moos, das auf der Oberfläche des Lebens wächst. Ich genieße ohne Bitterkeit das absolute Bewusstsein, nichts zu sein, den Vorgeschmack des Todes und der Auslöschung. Ich liebe diese einsamen Plätze, die sich zwischen Straßen mit geringem Verkehr schieben. Es sind nutzlose Lichtungen, Dinge im Zustand der Erwartungen zwischen fernen Tumulten. Sie sind Dorf in der Stadt. Sinnloses Schluchzen strömen unsere Seelen über die Räume mannigfacher Meere mit ihren fernen Inseln. Todas as canções, todas as expressões do sentimento poético traduzem essa visão. All die Lieder, all diese poetisch interpretierten Gefühle beschreiben auch die Verlorenheit angesichts dieser Unermesslichkeit des Wassers. Soldat hat mit der unendlichen Ausdehnung des Wassers zu tun. Und wir waren immer ein kleines Land, das nur den einen Weg offen hatte für seine Expansion, den Weg über die unendlich weite Meereswüste. Fernando Pessoa tem, de qualquer maneira, uma bela Fernando Pessoa hat einen sehr schönen und etwas paradoxen Satz über Lissabon und seinen Fluss geschrieben. Der Tejo ist schöner als der Fluss meines Dorfes. Aber der Tejo ist dennoch nicht schöner als der Fluss meines Dorfes. Weil der Tejo nicht der Fluss meines Dorfes ist. Quem procura, quem alcança, quem defende, quem acusa, quem se gasta, quem descansa, quem faz mal, quem os desata, quem morre, quem ressuscita, quem dá vida, quem mata. Duvida e acredita, quem afirma, quem desdiz, quem se arrepende.
quem é coração. Quem é feliz e feliz. Das Kind ist geblieben, aber es ist verstummt. Ich sehe noch immer, wie ich gesehen habe, aber hinter den Augen sehe ich mich sehen. Und allein dadurch verdunkelt sich mir die Sonne. Eu era muito fascinado pela infância, a nostalgia da infância, ele muito, não é? E isso também é uma saudade do tempo em que nós éramos felizes, não é? Pessoa war von der Kindheit und der Sehnsucht nach ihr fasziniert. Sehnte sich nach der Zeit, als wir glücklich, weil unschuldig waren. Ein Leitmotiv Pessoas ist die glückliche Zeit der Kindheit. Und letztlich hat Saudade mit der Sehnsucht nach dem Paradies zu tun, dem Heimweh nach etwas für immer Verlorenem, das aber in uns weiterlebt. É isso a saudade. Quem é feliz e infeliz? Quem é coração? Quem é feliz e infeliz? Komm morgen wieder, Wirklichkeit. Quem